so weit geht, wie das jetzt auf dem Thüringer Parteitag der CDU war, wo die Frau Merkel vorgegeben hat, dass über bestimmte Themen nicht mehr gesprochen werden darf. Also da hat sie das Beispiel Flüchtlinge vor allen Dingen. Genau. Darüber können wir nicht mehr reden, das geht nicht und so weiter. Also wie weltfremd ist diese Frau? Ich könnte da ja, wir alle. Auf das Thema. Und darf ich noch einen Satz anhängen? Und das liegt daran, dass sie nie eine Demokratin war. Sie ist von Anfang an, wie sie es in der DDR gelernt hat, eine Autokratin. Sie hat eine Autokratin, ist eine Autokratin geworden und sie hat vor allen Dingen durch den ja gerade gefeuerten Herrn Kauder, der war ja der Einpeitscher, hat sie das Parlament unter Kuratel gestellt. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir haben ein Grundgesetz. Und wenn die Regierungsmitglieder immer wieder behaupten, dass sie also auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dass er Gewaltenteilung enthält, aber selbst das Parlament ausschaltet, das eigentlich zur Kontrolle der Regierung berufen ist, dann sind wir doch hier im Kongo oder ich weiß nicht was. Also so geht das nun wirklich. Wir alle müssen uns auch klar darüber sein, dass die Bereitschaft, Dinge hinzunehmen in diesem Lande, auch Dinge, die alles andere als einen positiven Verlauf haben, dass die scheinbar unendlich groß ist. Ich würde mir wünschen, wenn auch da mehr Widerstand kommt von Seiten der Bürger. Sie repräsentieren das Bürgertum und wir alle tun das im Wesentlichen, ist zu duldsam. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Roman von dem anglo-australischen Historiker Clark, der Schlafwander. Ja. Und das habe ich gelesen. Und da wird mir Angst und Bange. Ich kann nur alle ermuntern, sich zu artikulieren durch Leserbriefe, durch Diskussionen im privaten Kreis und das nicht einfach hinzunehmen. Dieses Land gerät in eine hochkritische Situation. Das kann ich wirklich aus Überzeugung sagen. Und dagegen müssen wir alle was